So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Die Bayern haben es ja gestern noch wirklich spannend gemacht. Nach 2-0 Rückstand bei 2-2 in der Verlängerung noch ein 4-2 rauszuholen. So viel Glück oder beziehungsweise so viel Power hat der DAX heute nicht gehabt, außer zum Start. Denn auf Xetra öffnete der DAX bei 10.050 Punkten und fiel dann jetzt hier über 100 Punkte nach unten und hat ein Tief bei 9.930 aktuell markiert. Wiederum ist hier, obwohl ja das Setup habe ich hier ausgesetzt, obwohl noch kein Stundenclose über 10.010 stattgefunden hat, ist jetzt diese, ja, bärische Kerzenkonstellation ja nicht wirklich schön. Womöglich hängt das alles mit dem Verfall morgen zusammen und andererseits eben auch mit dem stärker werdenden Euro. Der legt heute auch nochmal zu nach der Fed-Sitzung. Wie es dem auch sei, ich werde jetzt hier morgen und heute im DAX womöglich kein Trade mehr eingehen, außer er schließt hier das Gap komplett, beziehungsweise er fällt bei 9.000 auf 9.850 Punkten runter. Von mir aus auch, ja, 60, also einfach wirklich diese Zone, die sich 40 Punkte eben erstreckt, könnte man einen Long Trade auch für morgen, für sehr kurzfristig dann wagen. Allerdings, wenn man eben auf den Dow Jones jetzt nur blickt, habe ich ja gestern noch, bevor die Fed-Sitzung stattgefunden hat, habe ich mein Lieblings- oder präferiertes Szenario gezeigt, Richtung 17.400 Punkten. Ein Schlusskurs möglichst eben auch darüber. Natürlich ideal wäre jetzt hier eine komplette Umkehrkerze halt gewesen, aber es wäre vielleicht dann zu offensichtlich gewesen. So könnten jetzt eben die Marktteilnehmer im Future-Handel stehen ja die US-Futures sogar trotz kleineren Abverkauf oder des größeren Abverkaufs im DAX deutlich im Plus. Also werden hier noch mehr Marktteilnehmer in den Markt gelockt. Und von den Muster her dürfte es theoretisch schon noch aufwärts gehen, aber wenn sie jetzt hier halt wirklich ein Fehlsignal, dann muss man das eben anders zählen, sich ergibt, dann dürfte eben der gewünschte Verkaufsdruck dann eben stattfinden. Weil es eben ja sehr offensichtlich war, dass hier eine Trendlinie dann gebrochen wird und viele Marktteilnehmer eben reinströmen. Deshalb ist natürlich auch hier das DAX-Setup dann natürlich auch ja, sehr spekulativ. Jetzt sieht man, DAX markiert gerade ein neues Tief, aber sage ich mal Intraday. Aber solange jetzt hier noch kein Stopp angegeben wird oder ich nicht extra einen Post im Stream erstelle, werde ich auch jetzt hier nicht unbedingt long gehen. Oder beziehungsweise eben nicht, läuft halt noch kein Trade hier für den Stream dann. Im S&P 500 Index hätte eben auch der Index noch ein bisschen Platz, nochmal einmal zu squeezen. Das wären hier eben rund 100 Punkte. Deswegen hier sieht es eher aus, als wird es noch ein Stück. Aber hier könnte man jetzt auch eine Trendlinie natürlich noch einzeichnen, nur von hier bis hier. Ja, ist hier eben auch der Ausbruch jetzt da. Und ja, viele Marktteilnehmer schauen vielleicht eben auch direkt auf das Gap. Und wenn es nicht erreicht wird, werden halt die Leute wieder aus dem Markt rausgedrückt. Ja, mehr gibt es aktuell. Ja, die Unsicherheit neben vom Morgen, der morgige Verfall halt noch. Und sonst schauen wir noch die Forex und die Rohstoffe an. Hier das australische Dollar, US-Dollar. Entwickelt sich ja seit dem Monster-Kaufsignal ja, nahezu perfekt. Ausgestiegen ist man hier.
eingestiegen. Ein Wiedereinstieg fand dann hier statt. Hat man also rund 100 Pips sogar nochmal zusätzlich dazu gewinnen können. Ich werde ja den Trade vermutlich ja am heutigen Tag dann beenden. Es sind ja aktuell wieder 160 Pips dazugekommen. Ja, sind wieder 2%. Und vom Kursziel, ja, sind wir jetzt halt noch 150 Pips entfernt. Ja, sollte jeder dann, jeder sollte ja selber ein eigenes Ausstiegssetup haben oder noch andere Signale, die einen dann dazu verleiten, Teilgewinne oder komplett mitzunehmen. Also ich werde hier einfach rausgehen, denke ich mal. Beim Silber könnte sich jetzt hier auch eine erste Welle erledigt haben, da man aber sehr gut eben reinkam und der Stopp ja jetzt hier die 100 Pips halt dann entspricht, lasse ich hier die Position einfach laufen und denke, dass sich das hier eben noch weiter nach oben ausdehnt, die Aufwärtsbewegung. Das waren die zwei guten Setups. Gestern noch ein britisches Pfund gegenüber dem Yen vorgestellt. Hier lag der Stopp dann höchstwahrscheinlich dann doch zu enger Markt. Wurde hier eben ausgestoppt leider. Ja, wäre halt schön gewesen, dass sich halt diese Tiefs halten. Aber jetzt hat es halt hier unten ein neues von der Wellenbewegung, war eben noch ein Tief drinnen. Jetzt ist es halt passiert, aber Neueinstieg. Ja. Wenn man jetzt hier im Stundenchart sieht, ja, ist er halt an der Oberkante abgeprallt. Das habe ich jetzt hier nicht auf dem Radar gehabt, weil es halt ein Tagessetup war. Aber man sieht auch, wenn man hier die unteren Zeiteinheiten durchgeht, dass hier einfach, ja, hier war es auch in 4 Stunden eigentlich ein Verkaufssignal fast, beziehungsweise auch ein Short, eine Möglichkeit da, den Stopp auf das Hoch zu setzen. Wie gesagt, ich habe dann nicht die unteren Zeitebenen dann geschaut. Beim WTI ist auch sehr ärgerlich. Hier ist es eben um 40 Pips leider das, oder eigentlich nur 30 Pips das Kaufsignal oder das Kauflimit das erste nicht erreicht worden. Ziel war ja die 40 Euro. Ist jetzt auch erreicht worden. Wer also investiert ist, sollte hier spätestens bei 38, 80 einen Stopp setzen. Denn auch hier ist die Bewegung sehr weit fortgeschritten. Entweder ist hier eine Bewegung zu Ende, es fällt ein Rücksetzer, dann nochmal ein Hoch, oder es wird schon die ganze Aufwärtsbewegung bis korrigiert. Dann könnte es auch hier Richtung 38 wieder gehen. Das wären dann 140 Pips zum aktuellen Kursniveau. Ja, muss eigentlich nicht sein dann. Deswegen eher Gewinne sichern. Twitter ist weiter sehr interessant, da ich aber jetzt doch eher eine Abwärtsbewegung in den US-Indizes erwarte, ist es eben noch risikoreicher, da der Trend natürlich komplett abwärts gerichtet ist. Ich muss es noch abwägen. Der Stopp kann man eben auch sehr eng setzen, mit einem Dollar. Und Gewinnziel sind eben hier mindestens 3 Dollar. Ja, ich denke, ein risikoreicher Trade wird vielleicht dann doch noch heute Nachmittag hier eingegangen werden. Morphosis liegt im Plus. Muss man schauen, ob sich jetzt hier der Wert nochmal Richtung 42, 43 aufmacht. Dann werde ich ihn auch verkaufen. Und Evotech kam jetzt hier nicht über die Widerstandszone hinweg. Und weiterhin ist hier auch eben
dieses Setup halt möglich, dass der Wert Richtung 3 Euro abfällt und dann nochmal kräftig ansteigt. Zu Palladium noch kurz ein Wort. Ja, das habe ich ja gestern eigentlich schon von meiner Liste gestrichen. Da ist das Kauflimit weg. Ging halt auch nur die Korrektur an die Oberkante des Rainbows hin und ja, hat das Kursziel ja deutlich angenähert. Da lohnt sich eben definitiv jetzt kein, also aus meiner Sicht eben kein Long-Einstieg mehr. Natürlich kann sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Danke fürs Zuhören und bis später.